ist ein Rahmen aus dem Haushalt meiner Großmutter, kam so beim Ausräumen ihres Hauses, nachdem sie gestorben ist, raus, fand ich bemerkenswert kitschig und rief irgendwie danach, dass man was reintut. Und ich habe dann James Mellard reingetan und er hat eben diesen Platz Chatalhuyuk mitentdeckt, an dem ich jetzt grabe. Er hängt hier als Personifikation dessen, was einem als Archäologe leicht passieren kann, dass wenn man von seiner eigenen Deutung ziemlich überzeugt ist und die auch nicht hergeben möchte, dass man die anderen Leuten unglaublich glaubwürdig und überzeugend verkauft und sich dann so ein Meme quasi festsetzt, was eigentlich so sicher gar nicht ist. Dass sich dann irgendwie ein Bild in der Vorgeschichte festsetzt, dass man so eigentlich gar nicht so genau so weiß. Also eine vorgetäuschte Sicherheit existiert. Das ist Mellard passiert und letztlich auch, ist nicht seine eigene Schuld, ist den Leuten passiert, die Mellard einfach zu unkritisch dann auch gelesen haben. Also derzeit mache ich Wirtschaftsarchäologie im weitesten Sinne und in dem Projekt ist der Ansatz, dass wir die Körperhöhe von prähistorischen Menschen, die wir natürlich aus Skelettdaten nur rekonstruieren können, letztlich wie das Bruttosozialprodukt als Proxy für den Wohlstand in der Vorgeschichte verwenden. Und unser Traum ist, dass wir regionale Kurven bekommen, wie die Körperhöhe verlaufen ist und dass wir die dann mit wirtschaftsarchäologischen Daten erklären können, warum es zu diesem Kurvenverlauf kam. Die Vorgeschichte wird häufiger als Begründung für irgendwelche letztlich wissenschaftlich kaum zu begründenden, aber irgendwie ins Moralische auch reinspielende Essentscheidungen, ob man jetzt Vegetarier sein soll, ob man Rohkost essen soll, ob man Vollkornbrot oder ob man ausgemahlenes Mehl essen soll. Das sind alles Dinge, wo letztlich die Ernährungsmedizin noch zu keinem abschließenden Urteil gekommen ist, was jetzt eigentlich wirklich gut für uns ist. Und dann kommt man gerne mit, ja, aber die ursprüngliche menschliche Ernährung. Und da sind wir als Archäologen eigentlich gefragt, gelegentlich auch mal Stellung zu nehmen. Oder finde ich, möchte ich dann auch mal tun, dass es einfach so die vorgeschichtliche Ernährung gar nicht gab. Dass es also einfach verschiedenste Strategien gegeben hat und mir diese Frage, ob die Leute Vollkornbrot gegessen haben, wirklich erst mal klären müssen, bevor wir sagen, das ist so gewesen. Es kommt indirekt schon von zu Hause. Also meine beiden Eltern sind auch prähistorische Archäologen, was natürlich, wie ich klein war, erst mal dazu geführt hat, dass also unter allen Fächern ja keine Archäologie. Und habe dann so ein bisschen erst mit Medizin geliebäugelt. Und dann bin ich relativ stark so gegen Abi-Zeit irgendwo in Landwirtschaft. Das hat mich dann interessiert. Und habe das auch tatsächlich angefangen zu studieren. Was aber dazwischen kam, war noch ich war auf einem humanistischen Gymnasium, da gab es dann so Wahlkurse, homerische Archäologie und Griechisch und solche Sachen, habe ich mitgemacht. Und über diesen Wahlkurs Griechisch und Homer und so kam ich dann auf die Troja-Grabung von meinem späteren Doktorvater. Und wie der dann am Ende von der Grabungskampagne gemeint hat, ob ich nicht auch Archäologie studieren will, dann habe ich das rundheraus abgelehnt. Nein, brotlos und dann wird man arbeitslos und ich weiß ja, wie es meinen Eltern ging und es geht überhaupt nicht und das mache ich nicht und so. Und habe also Landwirtschaft angefangen und war da kreuzunglücklich, habe mich total fehl am Platz gefühlt. Und weil mir dann nichts Besseres einfiel, bin ich dann nach einem Semester tatsächlich zu Kaufmann nach Tübingen zum Archäologie studieren. Und habe das so ein bisschen immer vertuscht im Lebenslauf, so diese Eskapade in die Landwirtschaft. Aber jetzt seit diesen wirtschaftsarchäologischen Interessen und all diesen und dem Projekt jetzt und so, denke ich, wahrscheinlich war das alles so die Einkreisung dessen, was mich eigentlich interessiert hat. Und jetzt kann ich es ja wieder machen. Die erste Grabung, die war nach dem Abi und vor dem Studium war ich dort, kam eben durch diesen Schullehrer, der eben vermittelt hat, dass ein paar Teilnehmer, die wollen, aus diesem Kurs homerische Archäologie eben zu Kaufmann auf die Grabung nach Troja mit dürfen, nach dem Abi, so als Belohnung quasi. Und es blieb dann nur noch ich übrig, die gefahren ist und es hat mir einfach Spaß gemacht dort. In diesem ersten Jahr durfte ich eigentlich gar nicht so viel raus ins Feld, sondern musste halt Keramikmaterial sortieren aus den Grabungen. Aber ich habe mich trotzdem unglaublich wohlgefühlt da und es war so was anderes als das, was ich als mitteleuropäische Archäologie eben durch meine Eltern kennengelernt habe. Also ich erinnere mich da an sagen wir mal für Kinder nicht so unterhaltsame Ausflüge in regnerische, winterliche Wälder, um irgendein Geländedenkmal
anzugucken, was sich so ein Kind dann vielleicht so als Erdhaufen erschließt, und das war's dann, ne? Und im Mittelmeerraum ist es halt einfach schön. Da ist tolles Wetter und man sieht auch was und Lehmziegel und Steine und es ist alles besser erhalten. Da wird man leichter angefixt für die Archäologie. Und ich merke das immer, also auf Grabungen, dass das fast wie so eine Kur für mich ist, weil ich da wirklich meinen ganzen Tag einfach meinen Gedanken nachhängen kann, indem ich einfach mechanisch was mache, zwischendurch mir mal was Zielgerichtetes, Fachliches dazu denke, aber dann einfach wieder 20 Minuten lang einfach mit der Schaufel arbeite. Und da kommt man zu sich, da reflektiert man wieder alles, was viel zu kurz kommt, wenn man ständig seine Seele auch an der Bürotür ja so ein bisschen an den Nagel hängen muss und vieles verdrängt, was jetzt eigentlich aktuell gerade bewältigt sein will, so im Leben. Also es macht Freude, man muss allerdings, wenn man, wie wir es leider oft tun, untrainiert vom Schreibtisch, klapp auf die Grabung und dann da jeweils die 20 Kilo Eimer links und rechts bewältigen, da muss man auf sich achten, dass einem das nicht irgendwie auf den Bewegungsapparat geht. Also das ist, glaube ich, so eine berufliche Herausforderung, jeweils diesen Übergang hinzukriegen zwischen Bürohengst und Bauarbeiter, den wir dann haben, aber der auch das so reizvoll macht. Ne? Ist machbar, ja. Also die Archäologie ist mittlerweile von den Studenten her total weiblich. Auf der Professorenebene sieht es noch anders aus, aber wird sich vielleicht auch ändern. Und es machen überwiegend Frauen. Und auch die wirkliche Drecksarbeit. Also es macht den meisten auch großen Spaß, dann Lagerfeuer, Bier trinken. Und also auch mir hat es total Spaß gemacht. Ne? Es ist auch so ein Urlaub aus anderen, also es ist ein Urlaub von der Rolle, die man sonst hier hat. Ja? Und vielleicht kommen auch gerade Frauen mit diesem Rollenwechsel viel leichter klar, dass man an der Uni irgendwo einigermaßen manierlich angezogen und gut gekämmt ist, um dann im Schnitt draußen im Feld dann einfach mit der Dreckhose und irgendeinem Kopftuch auf dem Kopf und einem Dreckschmierer im Gesicht dazustehen. Das kann auch cool sein. Ich finde es auch ganz cool. Also meine Mutter sagt bis heute, dass der Lehrer Köberlein an meinem Gymnasium an dem allem schuld ist. Hat sie gern gesagt, wenn ich meine Unzufriedenheitsphasen hatte mit dem Fach, hat man natürlich. Ich meine, es war auch nicht ganz glatt, so zwischen Doktor und Doktorarbeit fertig und dann, bis der erste vernünftige Job hier in Berlin kam, das war auch schwierig. Was sich auch nicht gut angefühlt hat, war das Auslaufen dieser Assistentenstelle hier in Berlin, während ich gewartet habe, ob die DFG meinen Antrag für das jetzige Projekt genehmigt oder nicht. Und man irgendwie die Uhr ticken sieht, oh Gott, ich muss mich in spätestens 4 Wochen beim Arbeitsamt arbeitssuchend melden und das alles schon so kommen sieht, so all diese Dinge, die man eigentlich nicht möchte. Aber bisher fahre ich super. Also man muss das ertragen lernen, diese Unsicherheiten, die wahrscheinlich immer wieder kommen. Und das wird, also ich hoffe, vielleicht bleibt es mir erspart, aber es wird auch, wenn das Projekt dann sich seinem Ende zuneigt und die nächste zündende Idee oder der nächste Karriereschritt her muss, vielleicht eine Professur her muss, aber woher, ist ja auch nicht vorauszusehen, wo was frei wird, dann wird es mir wahrscheinlich wieder irgendwie schlecht gehen, aber im Moment geht es mir sehr gut.